Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Canon Let's Play Timeline Mods, was auch immer. Ich habe es vollkommen durcheinander gebracht zu unserem Let's Play des Canon Timeline Mods von Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Und ich habe hier gerade das Spiel wieder geladen und wollte eigentlich auf Pause drücken und da greifen die Rebellen auch schon Eriadu an. Der Planet, den ich sowieso schon eigentlich fast für verloren gehalten habe. Falls ihr euch erinnern könnt, wir sind eigentlich dabei, hier den Luftraum im nördlichen, nordwestlichen Quadranten der Galaxis zu befreien. Aber da müssen wir das jetzt erstmal schauen. Dann habe ich hier auf Coruscant... Ah, okay, da. Da die nächste Textstufe ist im Auftrag, das heißt, vielleicht, wenn wir hier schnell durchkommen mit der Schlacht, sehen wir in dieser Folge noch die nächste Textstufe. Aber jetzt erstmal versuchen, Eriadu hier von den Rebellen zu beschützen. Und ich habe leider gar nicht nachgeguckt, mit was die jetzt ankommen, aber werden wir gleich sehen. So, und damit sind wir auf Eriadu. Was habe ich hier? Ich habe hier ein paar ATDPs, definitiv ein paar Sturmtruppen und hier oben gebe ich das mal direkt in Auftrag, Domini zu verbessern. Da kann ich nichts in Auftrag geben, habe ich noch, das war auch von mir, aber gut, ich habe nur die Mine und die Kaserne, alles klar. Schicken wir mal direkt die vier dahin, um zu gucken, was sind das hier? Das sind auch Sturmtruppen, die will ich nicht unbedingt in den Tod schicken, aber die Einwohner hier, die sind mir egal, die können... Die brauche ich nicht unbedingt. So, was haben sie hier? Ja, direkt die... Okay. Ich weiß nicht, wie stark die ATDPs sind. Deswegen lasse ich die auch erstmal zurück und warte darauf, bis die angreifen. Und gucke jetzt hier mit den Sturmtruppen, dass ich die Turmplätze einnehme. Das ist somit eigentlich immer das Wichtigste. Ich glaube, Fahrzeug ist erstmal wichtig. An Infanterie komme ich selber. Habe ich hier noch irgendwo... Ja, da sind noch Einheiten. Okay. Da ist noch ein Turmplatz hier. Oh, okay. Ich muss also auch Anti-Flug. Habe ich verstanden. Dagegen habe ich nämlich gar nichts. Das ist nicht gut. Was ist hier? Hier sind schon die... Die kommen also nicht nach unten zu meinen ATDPs. Das ist kacke. Da kann ich die wahrscheinlich auch nicht hinlocken, aber... Vielleicht kann ich ja noch... Ja, vielleicht schaffe ich es doch, die ein bisschen hinzulocken. Deswegen greifen wir mal an. Und bauen gleichzeitig... Ah gut, die ATDPs machen wenigstens ein bisschen was. Was ist das? Da ist der Fahrzeugturm. Mal kurz Pause machen, um die anderen Türme zu gucken. Hier baue ich auf jeden Fall auch noch einen Fahrzeugturm hin. Die können bitte dahin laufen. Ach, und hier oben hatte ich ja auch noch welche. Da machen wir auch nochmal so einen Flugabwehrturm. Das ist mir auch sonst zu gefährlich. Oh, zurückziehen mit denen. Und die Sturmtruppen reinsenden gegen die Infanterie hier. Dann, wenn der relativ schnell aufgebaut wird, habe ich vielleicht sogar noch eine Chance. Ihr könnt mal... Ja gut, der Fahrzeugturm, der wird hier wenigstens ein bisschen was machen. Und die können von hinten nochmal... Ah, ich hasse das, dass die mich einfach überfahren können. Und jetzt wenigstens einen, jawohl, der ist tot. Der Turm wird nicht lange durchhalten, aber dass ich vielleicht wenigstens ein bisschen was hier habe. Da hatte ich jetzt nochmal einen Flugabwehrturm. Ja, dann mache ich hier einen... Definitiv hier ein Fahrzeug und da oben vielleicht nochmal eine Infanterieturm hin. Oh! Kann ich die überlaufen? Nein, schade, das bringt nichts. Okay, das war's dann auch mit meinen ATDPs. Schade, schade. Okay, kann ich hier noch irgendwas verbessern? Nein, kann ich nicht. Dann habe ich mal wieder Speederbikes hier, das ist gut. Hier wollte ich jetzt, glaube ich, einen Infanterieturm hinbauen. Ah gut, okay, das sind... Ich glaube fast, dass ich die Infanterieeinheiten, die Flugeinheiten von denen komplett zerstört habe. Das heißt, dass ich da jetzt entweder nochmal einen Infanterieturm oder einen Fahrzeugturm hinbaue. Nur wenn ich den jetzt verkaufe, kann ich da nicht direkt wieder was... Oh doch, kann ich wohl. Ich glaube, Infanterieturm ist wichtiger. Was hatte ich hier? Da hatte ich den Fahrzeugturm, okay. Ein Stückchen zurückziehen, dass der mich nicht direkt tötet. Und der Komm schon. Ja, ja, sehr schön. Damit habe ich vielleicht alle von denen sogar vernichtet. Mit den Speederbikes kann ich versuchen, hier so ein paar von den Rebel Stormtroopern zu holen. Das ist jetzt ein Infanterieturm, ne? Gut. Den verkaufe ich auch und dann mache ich auch nochmal einen Infanterieturm hin. Und dann haben die auch, glaube ich, gar nicht mal mehr so... Oh nein, da ist noch ein Fahrzeug. Ist der? Okay, der lebt noch, das ist gut. Oh, Bomben. Das ist richtig mies. Das ist richtig, richtig mies. Was hatte ich hier oben noch?
Die auf jeden Fall und rennen mal mit denen rein. Die sind egal, die spawnen immer wieder, solange die Gebäude noch stehen. Und jetzt ist die Frage, haben die noch Fahrzeuge? Wenn die nämlich keine Fahrzeuge mehr haben, ist mir das kackegal, dann mache ich überall Infanterietürme hin. Ich würde mal fast sagen, dass es so aussieht, als hätten die so gut wie gar nichts mehr. Also Infanterie, kann ich hier schon, Infanterie und... Oh, 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 komm schnell, Infanterie. Und die Sturmtruppen zurückziehen. Dann hoffen wir mal, dass die Infanterietürme gleich noch stehen. Was ist hier? Oh, die haben sogar noch einen Panzer. Das ist natürlich nicht so gut. Aber jetzt erstmal gucken, dass die... Ja gut. Die Infanterietürme tun ihren Dienst. Dann mache ich den hier in der Mitte nochmal weg und mache dann Fahrzeugturm hin, falls der gleich entscheiden sollte, zu uns zu kommen. Der verliert jetzt schon gut Leben, aber... Ach, das waren meine Speederbikes. Ich dachte, das wäre auch Infanterie. Ich möchte irgendwie es schaffen, eine Infanterie hier hinzuschicken, um das einzunehmen, dass sie da auf jeden Fall nichts mehr spawnen können, falls sie noch was haben. Ja, und die sind da auf jeden Fall gerade sehr dumm. Der dürfte jetzt gleich hoffentlich auch mal zerstören. Ja, sehr schön. Die wollen fliehen. Ja, das ist richtig, richtig gut, dass wir hier nicht verloren haben. Aber, machen wir mal kurz Pause. Gut, ich habe hier schon das in Auftrag gegeben, aber ich glaube, das ist gerade gar nicht mal so gut, wenn jetzt, das dauert nämlich relativ lange. Ich glaube, ich mache lieber nochmal Baracken und Kasernen hier. Hoffentlich klappt das noch rechtzeitig dann. Und dann können wir auch gucken, ich glaube, irgendwer von euch wollte nochmal, dass ich noch ein paar Helden erstelle, aber ich glaube, ich habe gar keine Möglichkeit, noch großartig Helden zu bauen. Aber so ein Flugzeugträger, Sternjägerträger ist, glaube ich, ganz gut. Da habe ich beides kein Geld für, okay. Und dann... Oh Gott, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich mit den Schiffen alles machen wollte, ne, das wäre... Wäre ja auch gut. Aber gut, ihr wollt mehr Helden in Action sehen. Gucken wir mal kurz. Admiral. Die Annihilator nehme ich noch mit. Und wer ist der hier? Die Corruptor. Die drei Helden nehme ich einfach mal mit. Oh, jetzt hat es geleckt. Ich dachte schon, es wäre irgendwas los. Dahin. Und dann können wir da oben weiter einnehmen, das Ganze. Wenn die es schaffen. Dann wäre das schön, wenn ich hier oben die vier... eingenommen hätte. Gut, okay. Dann kann ich hier schon mal ein paar Truppen bauen und hoffen, dass die nicht direkt wieder angreifen. Da muss ich hier irgendwen zurücklassen. Machen wir mal kurz Pause. Wahrscheinlich lasse ich einfach einen Akklamator hier zurück, da ich ja jetzt eh zum nächsten fliegen werde. Akklamator zurücklassen und den Guzzanti wieder vorschicken. Und dann kann ich nach Ort Mantell fliegen und da versuchen, die Raumschlacht zu gewinnen. Aber ich denke, mit der Flotte, die ich hier habe, dürfte das nicht so ein Problem sein. Und dann können wir gleich auch direkt mal ein paar mehr Helden im Einsatz sehen. So, jetzt sind wir über Ort Mantell. Und dann machen wir mal kurz Pause. Mal gucken, was ist denn Vader? Oh, der ist ein Sternzerstörer, sehr schön. Was ist das für einer? Scheint ein großer... Okay, ist auch nur ein normaler Sternzerstörer. Oha! Das ist ein Supersternzerstörer von wem hier? Die Annihilator. Und Moff Callas hatten wir ja, glaube ich, schon gesehen, ne? Gut. Das heißt, wir haben den Mandator und einen normalen Executor-Supersternzerstörer. Aber wir fliegen mal ein bisschen kleines Stückchen näher ran, bevor wir die holen. Sonst, ich habe auch keine Lust, dass die hier in dem Schrott kaputt gehen oder nicht durch den Schrott fliegen können. Holen wir uns mal erstmal einen normalen Sternzerstörer noch hierzu und dann können wir gucken, was hier sonst noch so abgeht. Den Guzzanti nochmal näher schicken. Jetzt muss ich auch keine Angst haben, dass der einfach so stirbt. Und dann gucken wir uns doch erstmal diesen SSD hier an. Das Ding ist auf jeden Fall, hat eine schöne Größe, muss ich sagen. Und dann können wir gucken, passt hier noch der hier hin? Wahrscheinlich behindern die sich jetzt nur gegenseitig. Ich schicke den mal hier hin. Und jetzt, ich habe von euch gelernt, es haben glaube ich ein paar reingeschrieben, ich kann gerade nicht sagen, wer genau, C drücken und dann guckt man sich nur ein Schiff an. Oder die Einheit, die man gerade hat. Wenn man auf der Einheit drauf ist, C drücken und dann kommt die Cam nur für diese Einheit. Okay, das ist gerade ein bisschen langweilig. Ah, ich kann die rum... Ah, das ist ja cool. Dann kann ich das so komplett hier rumdrehen.
Die haben hier auf jeden Fall einen Venator. Der SSD hat nicht so gute Schilde. Ich denke mal, ich werde jetzt gleich noch ein paar Sternzerstörer reinholen, um die zu bekämpfen. Und dass die Jäger nicht von alleine was machen, aber schicken wir die mal einfach direkt auf Jagd sozusagen. Wenn ich das richtig... Ja genau, Hunt for Enemies. Dann fliegen die einfach von alleine los und suchen sich selber Gegner. Den schicke ich hier drauf. Und dann holen wir mal die anderen Sternzerstörer hier rein. Die dann hoffentlich gleich der Station hier ein Ende bereiten werden. Gut, ich glaube, dass wir mit der Raumschlacht hier keine Probleme mehr haben werden. Und dass auch die nächste Raumschlacht da oben, also hier in diesem nördlichen Quadranten, nicht ein solches Problem werden wird. Ich glaube eher, dass wir dann, also dass die... Ach, okay, ich habe mich gerade gewundert, warum die denn auch hier diese große Form haben. Aber das liegt einfach daran, dass es Heldenschiffe sind. Heldenschiffe des Mods. Aber ich denke, dass die Rebellen das hier oben auch gar nicht so als wichtig ansehen und lieber den südlichen Quadranten sichern wollen. Sieht man ja da unten auch an Eriadu, was ich jetzt da in der Bodenschlacht mir noch gesichert habe. Kriegen die noch Verstärkung? Die Rebellen? Kann ja eigentlich nicht, ne? Doch, das sind wahrscheinlich die Reinforcements, die der jetzt hier die ganze Zeit erzählt von irgendwelchen Schiffen, die ich habe. Aber da haben wir jetzt gleich gewonnen. Wenn das jetzt hier zerstört ist. Ich könnte den Interdiktor, wenn ich den irgendwo finde, noch anschalten, damit die nicht fliehen können. Das mache ich jetzt auch mal kurz. Damit wir die kompletten Rebellen hier auslöschen können. Und ich denke mal, dann haben wir jetzt auch keine Schiffe verloren, auch wenn ich das... Ah, der Gozanti-Kreuzer. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich den immer vorne weg reinschicke. Aber hier brauche ich ja auch... Ich glaube, ich würde mal ganz gerne das Schiff in Action sehen. Was ist das? Eine Architens-Klasse? Valiant Destroyer, Klasse Fregatte, okay. Oh, und da sind wir jetzt gleich schon bei 60%. Ich bin gespannt, was wir dann an neuen Schiffen und neuen Einheiten kriegen. Und wie sieht's mit Eriadu aus? Gut. Ah, da sind sie sogar geflohen. Okay. Brendili? Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Bei Brendili habe ich auch nur eine Level 2 Space Station. Und keine Grundeinheiten. Das heißt, ich baue jetzt lieber nochmal ein paar Grundeinheiten direkt, falls die das Ganze hier gewinnen. Einfach mal alle reinsetzen und mit zwei Venatoren, gut, ich habe dann viele Schiffe, aber die haben auch, also viele Sternjäger, dürften die mit vier Venatoren noch mehr haben. Ich ziehe die Venatoren dann wahrscheinlich erstmal hinter die Raumstation zurück und werde jetzt dann versuchen, mit den Jägern erstmal anzugreifen. Die Minotauren können hier zurückbleiben, die Jäger dürfen schon mal reinfliegen. Oh, das wird schwierig. Und ich habe keine Lust, Brendili jetzt hier in den Kernwelten zu verlieren. Das ist mir ein bisschen zu nah auch an Coruscant. Was ist das hier? Warum habe ich hier... Ach, das soll ein Gunboat sein. Okay, das sah aus wie so ein Shuttle. Gut, nehme ich mit. Gunboats kann ich dann auch gebrauchen. Und die drei Jäger. Ja, die drei Jäger. Oh, da oben kommen wir schon an Gegner ran. Können sich gerne mal hier denen widmen. So, mal eben kurz gucken. Meine drei Bomber, die ich hier habe. Sollte ich... Oha, okay. Die haben jede Menge auch an Jägerabwehr. Das ist gar nicht gut. Schicke ich die mal einfach hier auf den Hangar, damit da auch nichts mehr kommt. Vielleicht schaffen die das ja. Und... Die schicke ich jetzt auch einfach mal auf die Jagd nach Gegnern. Aber das wird richtig, richtig schwierig. Gerade mit den... Ja, da habe ich, glaube ich, nicht so eine große Chance. Ich könnte hier noch... Kostet ja nicht so viel. Das kann ich gerne noch machen. Den Tartan-Patrouillenkreuzer noch hier. Aber guckt euch das mal an, wie meine Sternjäger hier vernichtet werden. Ich glaube, ich muss ein bisschen methodischer auch im Sternjäger- und Dingensbau werden. Fire all batteries. Ach, das ist auch cool. Aber, ich werde jetzt vielleicht mal versuchen, den wenigstens ein Schiff zu nehmen mit meinen Venatoren hier. Aber irgendwie gehen wir mal da drauf, da sind die wenigsten Jäger.
dann haben wir von den Jägern vielleicht nicht ganz so viel zu befürchten und alle Bomber vielleicht einmal hier auf den hier. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Aber das sieht überhaupt nicht gut aus für uns. Können die sich mal ein bisschen beeilen, die Venatoren hier? Oh ja. Der muss ganz schön einstecken. Mal sehen, wenn ich jetzt Fire All Batteries mache. Bringt das was dagegen? Oh ja. Oh, das ist sogar richtig gut. Aber, ja, das sind einfach viel zu viele Sternjäger, die haben. Viel zu viele Sternjäger, viel zu viele Bomber. Das ist ein bisschen schade. Dann werde ich mich wohl auf eine Bodenschlacht bei Rendili einstellen müssen. Das wird es dann hier gewesen sein mit der Raumstation, ja. Und dann habe ich den wenigstens, nee, nicht mal das, den Typen hier zerstört. Nochmal auf den Venator. Aber dann sind die Venatoren doch mächtiger als ich dachte. Werde ich mal ein paar mehr doch von bauen. Ich weiß, haben mir auch einige von euch gesagt, dass ich das machen soll. Ich habe ja auch schon ein paar gebaut, aber die scheinen auch relativ schnell sich zerstören zu lassen. Aber die Feuerkraft, wenn die diese Fähigkeit einsetzen, ist ja richtig, richtig gut von denen. Gut. Um mich dann mal zu schützen, überall drumherum. Gut, Kurt hat, glaube ich, eine relativ gute Verteidigung. Hier auf Corellia sollte ich nochmal eine Raumstation bauen. Und hier sind wir bei 67%. Wie sieht es hier bei Eriadu aus? Da wird weiter gebaut. Was habe ich denn bis jetzt hier? Dann baue ich nochmal so eine etwas schwerere. Und hier oben einfach weiterhin Venatoren. Den kann ich sowieso mal hier hinziehen. Kann ich jetzt nicht, weil ich hasse das, dass man, wenn das Ganze pausiert ist, kommt man, ja, da kommt man noch hin, okay. Den packe ich hier mit rein. Und im Prinzip brauche ich auch bei Fresia keinen Schutz mehr, weil wir hier ja auch gleich Itor einnehmen werden. Oh Mann, wo ist denn, oh, hier ist Mechis 3, das ist auch, ja, da hätte ich ein größeres Schiff da lassen sollen. Ah, ist das doof. Das ist richtig, richtig doof. Schauen wir uns mal an, wenn er jetzt nur ein Venator ist, kann ich es vielleicht ausfechten, aber wenn es 2 oder 3 sind, hat das eigentlich auch, glaube ich, keinen Sinn, dann fliege ich lieber. Und fliege dann lieber mit einer größeren Flotte nochmal zurück nach Mechis 3. Mal sehen. Ja, ein Venator, okay. Der Akklamator hat natürlich, zieht da eigentlich einen kürzeren. Die haben auch, glaube ich, mehrere, also mehr Jägerstaffeln als ich. Oh, oh ja, es ist nicht nur ein Venator, alles klar. Dann fliehe ich lieber. Bevor die hier, also gut, der Akklamator ist jetzt auch nicht so ein großes Schiff, dass ich da Angst haben müsste, dass die mir den wegnehmen. Aber lieber fliehen, als den zerstört haben. Ja, niemand hat irgendwas verloren, das ist gut. Oh, die machen mir hier einen zu großen Druck. Die machen hier wirklich einen viel zu großen Druck. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue jetzt erstmal auf allen Welten, auf denen ich noch genug Platz habe. Ah gut, da habe ich schon 2 Minen. Aber einige Minen. Na, hier habe ich nicht genügend Platz. Wie sieht's mit Corellia aus? Da baue ich noch eine, da baue ich, brauche ich eh nicht so viel sonst. Und ich habe auch gar nicht mal mehr so viele Planeten, das ist nicht so gut. Hier auf Felucia baue ich direkt mal 2. Dass ich ein bisschen mehr Geld habe und hier vielleicht noch ein paar Super-Einheiten sozusagen mir bauen kann. Gut, Rendili. Da Rendili hier. Und die ganzen, die ich hier bauen wollte, gingen noch nicht. Gut, die haben Rebellensturmtruppen. Die haben Rebellensturmtruppen. Die haben 4 von den T3B-Tanks. Das ist überhaupt nicht gut. Rebellengrenadiere und Rebellenkommandos. Okay. Ja, probieren wir es. So, die sind hier und hier ist direkt ein Anti-Infanterieturm. Das ist schon mal keine schlechte Sache. Ich meine, die werden wahrscheinlich eh mit den T3B-Tanks da starten, aber hier habe ich AT-STs, das ist auch gut. Die kann ich auch direkt reinschicken. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nur die Infanterie. Hier habe ich auch keine Verbündeten, ne? Nee. Ich dachte, wie auf Eriadu vorhin. Aber, ah, und ich habe hier Turbolaser. Oh, gut. Dann kann ich das hier vielleicht doch gewinnen. Das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht.
Hier mache ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, die hatten eigentlich, oh, jetzt leckt es, die hatten ja eigentlich keine Flugeinheiten dabei, ne? Oh, ich hasse diese, ich hasse die. Ich hasse die wie die Pest. Und warum waren die jetzt explodiert? Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Weil wenn man halt nah genug dran ist, kann man denen gut was ziehen. Hier mache ich dann erstmal ein Anti-Infanterie und hinten vielleicht noch, weil hier habe ich auch den Turbolaser, hinten vielleicht noch ein Anti-Fahrzeug. Aber da die keine Flugeinheiten hatten, musste ich mich da jetzt auch nicht drum Sorgen machen. Kann ich denn wenigstens mit meinen ATSCs durch die durchlaufen? Ja, oh Mann, das ist echt kacke. Komm schon. Ah, Mist. Aber die werden ja gleich wenigstens wiederkommen. Das ist wenigstens eine gute Sache. Und hier der Anti-Infanterieturm. Oh, das ist so schön, dass der Anti-Infanterieturm den direkt was ziehen kann. Das ist richtig schön. Oh, gehen wir mal hier runter noch. Wo kommt denn die Infanterie lang? Da will ich hin. Da will ich Minen legen, auf jeden Fall mit denen. Ach so, und mal eben kurz noch die Verbesserungen hier kaufen. Und hier auf jeden Fall auch Verbesserungen kaufen. Dass ich hier ein paar Minen hinlege. Dass wenn die da durchlaufen wollen. Na gut, jetzt ist mein Anti-Infanterieturm auch weg. Schade, aber kann man nichts machen. Was hat der da jetzt? Ah, Infanterieeinheiten, glaube ich. Oh, das ist richtig, richtig schön. Richtig schön, den Turbolaser hier zu haben. Okay, den kann ich nicht verbessern, aber gut, ist dann halt so. Und mal einmal eine Cam hier drauf, auf den ATSD. Boah. Das sieht schon cooler aus als im Grundspiel, muss ich sagen. Okay, raus da. Ah, nicht da durchrennen. Ich wollte die eigentlich nur dahin schicken, um zu gucken, ob da schon die Artillerie ist. Aber gut. So, wie war das jetzt mit dem ATSD? Kann ich durch die durchrennen? Und hat er jetzt... Hat er nicht gemacht, okay. Nein, renn zurück. Der nächste ist auch schon wieder da, das ist auch gut. Achso, hier hatte ich einen... Ich weiß nicht, gibt es hier sonst noch irgendwo so Stationen? Die könnte ich eigentlich auch ganz gut einsetzen, ne? Also so Türme. Oh, der Turbolaser tut so gut. Ich brauche mehr Turbolaser, definitiv. Auf anderen Planeten auch. Oh. Oh, ist das gut. Oh. Das ist nicht gut. Der kann nämlich meinem Turbolaser richtig, richtig gefährlich werden. Deswegen, den will ich auf jeden Fall ausgeschaltet haben, bevor der irgendwo in die Nähe meines Turbolasers kommen kann. Komm schon. Habe ich noch einen weiteren ATSD? Ich glaube nämlich, mehr von den Artillerieeinheiten haben die nicht. Habe ich den jetzt zerstört gekriegt oder nicht? Nee, habe ich nicht. Mist. Da muss ich definitiv ganz, ganz schnell hin. Und das hier ist auch noch ein Anti-Infanterieturm. Ah, Mann. Ich wollte hier noch einen Anti-Fahrzeugturm hinpacken. Weil die Infanterietürme bringen mir jetzt so überhaupt nichts. Komm, der muss nur ein kleines bisschen. Bitte. Nein. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Das ist gleich das Ende meines Turbolasers. Und der Turbolaser ist das Einzige, was mich hier vernünftig beschützen kann. Komm schon, das müssen nur ein, zwei Schüsse sein. Mehr muss das nicht sein. Ah gut, damit konnte ich ein bisschen ablenken. Komm, bitte. Ja! Oh, das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Und was ist hier hinten noch? Ist das auch noch ein Fahrzeugturm? Gut. Aber ich überlege, ob ich hier vorne vielleicht lieber einen Fahrzeugturm und hinten einen Infanterieturm machen soll. Okay, die Turbolaser da oben beschützen ganz gut. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist hier oben. Turbolaser. Ja, gut. Da gewinnt der Turbolaser. Das ist wunderbar. Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Und ich glaube, ich verkaufe das Ganze. Und baue hier nochmal einen Fahrzeugturm. Oh, jetzt kommen sie aber schnell. Turbolaser, kannst du bitte einmal? Ahaha, da fliehen sie wieder. So, was mit den beiden? Ja, so ein Rebellensturmtruppler werden die wohl kriegen. Dann das hier verkaufen und dafür einen Anti-Infanterieturm holen. Okay. Dann rennen wir mal mit unseren... ich glaube nämlich, die haben noch einige Einheiten, die sie holen könnten in der Theorie. Gehen wir mal mit unseren Speederbikes da durch, um zu gucken, ob es da relativ sicher ist. Dann könnten wir nämlich das Ganze hier mit unseren Infanterie... Ja, okay, hier ist nur ein Sturmtruppler. Und das heißt, ich renne jetzt mal mit meinen Sturmtruppen rein und gucke, dass ich da vielleicht das eingenommen kriege, dass die keine Verstärkung mehr holen können. Machen wir das Ganze mal schneller. Oh, das ist ja dann doch besser gegangen, als ich dachte. Basis? Okay. Ja gut, diese Base ist under attack. Oh, sehr gut.
Sehr, sehr gut. Oh, was ist das? Ist das so ein Heilungsteil? Nee, ist gegen Flug. Ich habe gar keinen Flug hier. Aber gut, machen wir hier nochmal Anti-Infanterie, falls die nochmal hier angreifen sollten. Und hier Anti-Vehicle. Und gibt es hier noch irgendwo was? Anti-Fahrzeug. Anti-Flug hätte ich noch ganz gerne hier irgendwo hingebaut, aber gibt's hier nicht. Und ich könnte jetzt auch gucken, dass ich das irgendwie automatisch lösen lasse mit den paar Einheiten, die noch haben. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte nochmal ein paar... Oh, und ich habe nichts verloren. Das ist richtig schön. Das ist richtig, richtig schön. Steht hier auf Pause, ist aber nicht auf Pause. So, jetzt ist die Frage. Fliege ich mit einer Flotte hier hin und greife die an? Oder lasse ich sie da sein und kümmere mich hier oben um den Mist hier? Hier habe ich auch nur zwei Sternenzerstörer. Da habe ich ein bisschen Angst, dass die gegen die Flotte verlieren. Beim letzten Mal sind die einfach abgehauen und dann jetzt wiedergekommen. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal nichts. Und dann ist die Frage... Mit der Flotte, die ich hier habe, zurück nach Mechis 3 oder nach Itor? Ich glaube, ich schicke die zu dem Akklamator da und fliege mit der ganzen zurück nach Mechis 3. Hatte ich da jetzt einen vorne reingesetzt? Ich hoffe. So, wie sieht das hier aus? 84% schon, okay. Ich hatte da keinen reingesetzt. Schauen wir mal jetzt aber, ob ich hier... diese neue Fregatte da reinsetzen kann und beginnen das Ganze einfach mal. Okay, das hat nicht funktioniert. Das ist ja doof. Das ist richtig, richtig kacke. Und vor allem müsste ich nicht noch eigentlich... Warum habe ich jetzt so viele Venatoren? Hatte ich so viele Venatoren? Habe ich die falsche Flotte hier hingeschickt? Naja, gut. Aber, ich schicke einfach mal die alle und die auch. Also die Jäger suchen sich einfach Gegner. Und mit den 5 Venatoren sollte ich gegen die 2-3 Schiffe, die die da haben, doch eigentlich ankommen, oder? Ich denke, dass das genügend, genügend Jäger sein dürften, um gegen ihre Jäger anzukommen. Oh. Na, dann wird das ja doch noch ein interessanter Kampf. Mit 50.000 Venatoren hier. Wo sind meine Bomber? Die sind eigentlich prädestiniert für den hier. Das ist ein bisschen problematisch hier mit den ganzen Kanonenbooten, aber... oder Korvetten oder was auch immer das sind. Okay. Das Schiff wird alleine schon durch meine Jäger in die Knie gezwungen, bevor überhaupt meine Bomber da sein können. Ich glaube, das ist ein relativ klarer Sieg hier dann für meine Flotte. Ja, das Teil ist Schrott. Und dann, wo sind meine ganzen Bomber? Die konnten da eigentlich gar nichts gegen anrichten. Hier oben ist der Venator, das heißt... Da den Venator angreifen und das Schiff dürfte eigentlich auch, wenn ich jetzt hier mit denen vielleicht noch volles Feuer mache. Einmal mir den Victory hier ansehen. Ah, das sieht schon cool aus, ne? Das sieht richtig cool aus so. Und diese Cam-Funktion ist wirklich, wirklich cool. Vor allem, wenn man weiß, dass man quasi von alleine gewinnen wird. Ja, und da sind die dreckigen Rebellen endlich geflohen. Gut, bei mir keine Verluste. Ach, die hatten hier... Ah, okay. Die hatten Ord Mantell angegriffen. Das habe ich so überhaupt nicht verstanden. Die sind hier von Mechis 3 nach Ord Mantell und wollten da... Ja gut, dass ich da nicht nur einen kleinen Sternzerstörer... gelassen habe. Lass ich mal hier 2 Sternzerstörer und flieg mit der Flotte zurück nach Ord Mantell, um dann gleich Itor anzugreifen. Und jetzt laggt es. Ist noch irgendwo ein Angriff oder kackt das Spiel jetzt ganz ab? Nein, kackt nicht ab. Wie weit ist meine Textstufe? Das würde ich schon noch ganz gerne gucken. Aber ich glaube, die Zeit ist eigentlich auch schon wieder um in dieser Folge. Aber wir können uns jetzt gleich noch auf jeden Fall mal eingucken, was wir... Oh, ich kann dann jetzt Interdiktor kaufen. Das ist richtig cool. Was ist das hier? So ein Störsender? Nee, dann können die Gegner nicht mal fliehen, wenn ich das hier habe. Oh, neuer Escort Carrier, den kaufe ich mir auf jeden Fall mal direkt. Gut, hier auf Rendili kann ich nick, aber die sind, nee, die sind nicht abgehauen, aber nur noch ein Venator. Gut, die machen es so, wie ich da oben gemacht habe. Wie sieht's hier auf Dingens aus? Okay, 500.000 für die Sovereign oder Eclipse 2 oder was auch immer das sein soll. Okay, so viel im Raumkampf, dann gar nichts Neues, ne? Kann ich die, meine Raumstation, habe ich hier gar keine Raumstation?
verbessern oder die hier auf Kurat. Gibt's hier noch irgendwas Neues? Oh ja, da kann ich Space Station Level 5. Das mache ich da auch mal direkt. Aber was dann dabei rauskommt, werden wir vermutlich dann in der nächsten Folge sehen. Gut, um die nächste Folge einzuleiten, werde ich mal eben kurz, wen hatte ich hier? Ja. Mit der Flotte, die ich hier habe, Itor angreifen. Und wir gucken uns mal an, wie groß das da auf Itor sein wird. Wie viele Gegner wir da haben. Oh, so gut wie keinen. Ich gehe mal auf Beginn und dann gucken wir uns an, wie viele da sind. Und dann werde ich die Folge beenden. Oha. Erstens sieht Itor mega geil aus. Zweitens sieht dieser Kreuzer hier mega cool aus. Guckt euch das mal an. Und was da jetzt auch schon alles drumherum fliegt, das ist mal mega cool. Und drittens wird das, glaube ich, relativ einfach, das Ganze hier zu gewinnen. Deswegen habe ich hier auch noch Zeit, mir den von allen Seiten anzugucken. Aber damit ist diese Folge des Canon Timeline Mods Let's Plays auch schon zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, ihr wollt mehr sehen, denn nächste Woche Freitag um 18 Uhr wird wieder eine neue Folge kommen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, mir einen Kommentar unten drunter schreibt und Star Wars Basis Gaming abonniert. Ja, und damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und möge die Macht mit euch sein.